Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Glaubt ihr, es gibt irgendwo eine Überraschung oder gar eine Sensation in Ferl? Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr da so glaubt. Ansonsten, jetzt geht's los mit Kaiserslautern gegen Nürnberg. Bleibt sportlich, fair in den Kommentaren. Los geht's! Der erste FC Kaiserslautern strauchelt in der dritten Liga. Der erste FC Nürnberg hingegen ist mittlerweile in der zweiten Bundesliga gut angekommen. Findet immer mehr zu dem Kanadi-Fußball, wie er im Plan zumindest vor der Saison schon stand. Dennoch musste man hier erstmal aufpassen, nicht früh in Rückstand zu geraten, weil Timmy Thiele hier einen starken Doppelpass spielt. Im Endeffekt vor Lukscher aber nicht kalt genug bleibt. Nun wachte der Club auf. Jäger und Johannes Geis. Guter Ball zu Michael Frei. 21. Minute, der doch etwas überraschende Führungstreffer für die Gäste, die bis dato kaum etwas nach vorne zu melden hatten. Dovedan, was für ein Fehler. Der erste FC Kaiserslautern über die linke Seite mit Florian Pick. Der zieht in den Strafraum ein und Timmy Thiele nochmal. Timmy Thiele erst kratzt Erras den Ball von der Linie und dann ist es einfach ein schwacher Abschluss. Der Aufsetzer geht klar über den Kasten hinweg. In der ersten Runde schaltete der 1. FC Kaiserslautern im Derby Mainz aus. Nun gegen Nürnberg im waschechten Traditionsduell, klingt eher nach Bundesliga, kamen die Teufel besser rein. Jetzt im zweiten Durchgang. Hercher mit der Flanke, die da durch den 16er läuft und Christoph Hämmlein läuft ein und erzielt in der 66. Minute den Ausgleich. Stark ins kurze Eck reingewuchtet, nicht zu halten eben für Lukše in dieser Situation. Der erste FC Nürnberg verunsichert und mit katastrophalen Fehlern. Florian Pick wieder, macht eine sehr gute Partie. Sickinger, Simon Skalatidis zu Florian Pick. Doch zu wenig steckte hinter diesem Abschluss. Dennoch der erste FCK richtig gut aufgelegt mittlerweile. Kraus, Hercher und Simon Skalatidis zu Thiele, der hat die Übersicht. Simon Skalatidis mit dem 2:1. 83. Minute. Die Führung für die Gastgeber, die hochverdient war. Der erste FC Nürnberg fand im zweiten Abschnitt schlicht und ergreifend nicht mehr statt. Und so müssen sie sich verdient gegen den Drittligisten geschlagen geben. Der erste FC Kaiserslautern dreht diese Partie und wirft Nürnberg aus dem Wettbewerb. Der SC Verl kegelte den FC Augsburg in der ersten Runde raus. Nun kam der Zweitligist von der Kieler Förde in die Sportclub Arena. Die Gäste in der klaren Favoritenrolle. Doch auch die Fuggerstädter reisten hier einst als Favorit an. Gebracht hatte es ihn damals nichts. Nun die erste Chance, Jonas Meffert mit dem Kopfballaufsetzer, der knapp über die Latte rübergeht. Nun der SC Verl auch mal nach vorne unterwegs. Koroba zu Hecker, der in den Strafraum einziehen kann, ohne größere Probleme. Hecker gegen Johannes Gelios ist im kurzen Eck zur Stelle und verhindert den Rückstand für den Regionalligisten. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite, eigentlich verunglückt, doch was Yildirim dann draus macht, ist stark. Gute Flanke zu Kurt, der mit dem Kopf aber leicht vorbeizielt. Ansonsten hätte Gelios den wohl auch abfangen können. Doch es zeigte, der SC Verl wollte den nächsten Favoriten rauskegeln. Emanuel Joa zu Jani Serra. Wieder zu Joa, der wieder zu Serra. Und dann doch noch die Führung vor dem Seitenwechsel. Jani Serra, der in der Liga noch einen Elfmeter verschoss, aber trotzdem den Siegtreffer erzielen konnte.
gegen den VfL Bochum ist hier wieder erfolgreich. Und die Gäste hatten nun noch mehr Souveränität. Baku, Jaesung Lee und Emmanuel Ioa. Super Abschluss. Aber auch etwas Pech dabei dann. Trifft das Aluminium. Brüseke wäre sonst ohne Chance gewesen. Nur wenig später. Eckball von der linken Seite. Über Umwege der Ball zu Ioa. Und jetzt hatte er seinen Treffer. 80. Minute. Die Partie war entschieden. Der SCFR konnte sich dann nicht mehr befreien. Erzielte auch nicht mehr den Ehrentreffer, der vielleicht sogar verdient gewesen wäre nach guter erster Halbzeit. Im zweiten Abschnitt war es dann nicht mehr so viel vom Regionalligisten. So müssen sie sich hier hochverdient gegen Kiel mit 0:2 geschlagen geben. Der VfL Wolfsburg empfing RB Leipzig in der heimischen VW Arena. Die Wölfe sehr gut aufgelegt, aber auch Leipzig in guter Verfassung. Hier wollten die Roten Bullen das erste Zeichen setzen. In Person von Konrad Leimer geschah das Ganze dann auch. Der zentrale Mittelfeldspieler setzt den Ball aber etwas zu hoch an. Der VfL Wolfsburg brauchte, um in die Partie zu kommen. Nun aber mal die Gastgeber da. Yannick Gerhardt ist im Strafraum mit dem starken Flankenball. Und Joao Victor alleine gelassen am zweiten Pfosten. Über eine halbe Stunde schon gespielt. Und die erste gute Chance sorgt hier für die Führung für die Gastgeber. Doch Leipzig ließ sich davon nicht beeindrucken. Kunku legt nochmal zu Sabitzer und Willi Orban am ersten Pfosten. Hält da den Fuß rein. Und mit etwas mehr Fortun verdienen sich hier die Leipziger den Ausgleich. Zweiter Abschnitt, Leipzig die bessere Mannschaft. Marcel Sabitzer, Leipzig mit der Ruhe weg am Ball. Unbeeindruckt nach wie vor vom Spielstand. Timo Werner zu Diego Demme, der mit der Hacke nochmal im Endeffekt Pausen mit dem Abschluss. Es war noch nicht brandgefährlich. Doch Leipzig wurde immer besser. Nkunku zu Diego Demme. Konrad Leimer, Paulsen, Konrad Leimer. Und da war der Treffer. 66. Minute, das hochverdiente 1:1. Der VfL Wolfsburg mit vielleicht dem schwächsten Auftritt bislang in dieser Spielzeit. Und Paulsen jetzt mal. Paulsen jetzt mal. Unglaublich. Nur 6 Minuten später. Die Partie war gedreht, weil Perwan etwas zu weit vom Kasten steht, sich verschätzt und den nicht mehr rauskratzen kann. Und dabei blieb es auch. RB Leipzig war über 90 Minuten gesehen. Die bessere Mannschaft dreht diese Partie nach Rückstand und setzt sich somit in die nächste Runde ab. Der SV Werder Bremen empfängt am Mittwochabend den 1. FC Heidenheim im heimischen Weserstadion. Die Heidenheimer durchaus mit spielerischer Qualität unterwegs, dennoch die Favoritenrolle gehörte den Werderanern. Davy Klaassen zu Rashica, die erste Chance der Partie. Hatten dann auch die Mannen von Florian Kohfeldt. Kevin Müller muss eingreifen, reißt die Arme gut hoch. Aber Heidenheim versteckte sich nicht. Leipertz, guter Ball zu Marc Schnatterer. Der setzt sich da gut durch, legt dann rüber zu Robert Leipertz. Und der scheitert an Pavlenka. Gut durchgeführter Konter. Doch der Abschluss stimmte dann nicht. Werder Bremen aber dennoch die bessere Mannschaft. Veljkovic, Bitoncourt zu Davy Klaassen und Kevin Müller. Die erste Parade war schon stark, aber das hier ist sensationell. Fischt den raus
mit der linken Hand. Kurz vor dem Seitenwechsel, Bremen erhöhte nochmal den Druck. Veljkovic fängt den Ball ab, Klaassen zu Milot Rashica. Stark rübergelegt, dann Bittencourt. Und dann vor der Pause der Führungstreffer. Starke Vorarbeit von Rashica. Und jetzt konnte Kevin Müller nichts mehr anrichten. Sargent funkt ihm da noch im Sichtfeld rum. Somit zu spät. Zusehen. Zweiter Durchgang. Milot Rashica legt stark zu. Klaassen. 2:0. 62. Minute. Der SV Werder Bremen nun kaltschnäuziger. Wollte Heidenheim nicht mehr zurück in die Partie lassen. Wir springen schon in die Schlussphase. Werder machte das stark. Bittencourt zu Sargent. Der scheitert erst an Müller unterm Pfosten. Setzt nach. Und macht alles klar. 72. Minute. Der junge Stürmer behält die Übersicht im Durcheinander. Doch Heidenheim war nicht auf Schadensbegrenzung aus, hatte auch nochmal eine Chance durch Tim Kleindienst. Doch der Ehrentreffer war ihnen nicht mehr vergönnt. Der geht knapp vorbei gegen die Laufrichtung von Pavlenka. Stark gesetzter Kopfball. Am Ende blieb es dann beim 3:0. Vielleicht ein Treffer zu hoch, doch Werder Bremen konnte nach starken Paraden von Müller im Endeffekt doch die Treffer erzielen. Fortuna Düsseldorf gegen den FC Erzgebirge Aue. Erste Liga gegen zweite. Aue aber durchaus in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt in der zweiten Bundesliga. Zuletzt mussten sie sich aber geschlagen geben mit 1:0 gegen Darmstadt. Fortuna Düsseldorf hier mit der ersten Chance und was für eine. Ruven Hennings setzt den Ball ans Aluminium. Glück hier für Martin Mennel, dass da das Aluminium für ihn aushilft. Doch Düsseldorf weiterhin spielstark. Ruven Hennings von Botzek geschickt. Ruven Hennings guckt Mennel aus und erzielt in der 23. Minute das 1:0. Für die Gastgeber hochverdient von Aue. Bis dahin nichts nach vorne zu sehen. Doch kurz vor dem Seitenwechsel erwachten dann die Lila-Veilchen. Nazarov und Riese im Zusammenspiel. Pascal Testroth kann sich da behaupten und schlägt zu. Eiskalt. Erste Torchance. Erstes Tor. Sechs Steffen. Noch minimal dran am Ball, aber nicht mehr ausreichend. Also eine große Aufgabe nun für Düsseldorf. Der nächste Treffer musste her, Zimmermann. Doch Mennel ist zwar nicht der Größte, doch reaktionstechnisch im deutschen Unterhaus vielleicht einer der Besten. Nun wieder Aue, mal per Standardsituation. Adams kann es aber fürs Erste klären. Fandrich macht ihn dann nochmal scharf. Nazarov zu Pascal Testroth. Und das ist fast eine Kopie des ersten Treffers. 58. Minute. Der FC Erzgebirge Aue nach Rückstand plötzlich in Führung. Ein wunderschönes Tor. Wieder nicht zu halten für Sechs Steffen. Düsseldorf musste jetzt mehr riskieren. Chancen also für Aue zu gefährlichen Nadelstichen. Riese, Hochscheid, Riese! Und in der Wiederholung sehen wir, dass der sich ganz knapp noch aus dem Kasten rausdreht. Düsseldorf musste jetzt liefern. Schlussphase. Sie kam nochmal. Eine Möglichkeit würde es noch geben. Hennings. Gieselmann. Zimmermann. Hennings wieder zu Zimmermann. Alleine vor Martin Mennel. Doch Martin Mennel wird zum Matchwinner. In der 90. Minute fischt er den hier raus gegen Zimmermann. Und bringt überraschenderweise den FC Erzgebirge Aue in die nächste Runde des
DFB-Pokals. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach im Signal Iduna Park. Haben die Fohlen vor knapp anderthalb Wochen mit 1:0 verloren. Sie lieferten aber eine richtig gute Partie ab. Hier konnten sie sich dann sogar in Führung schießen. 26. Minute. Bis dahin von beiden Mannschaften nicht viel zu sehen nach vorne. Brill Embolo bleibt kalt vor Roman Bürki. Und die Gladbacher waren hier weiterhin gut aufgelegt. Nach einem Eckball kommt Thüram zum Kopfball, der aber doch relativ weit vorbeiging. Der BVB brauchte lange, um hier in diesen Abend hineinzufinden. Dann Marco Reus mal mit einer Freistoßmöglichkeit. Der geht aber symptomatisch weit rüber. Doch dann der BVB-Kurs vom Seitenwechsel. Marco Reus mit dem guten Ball zu Jadon Sancho. Der Ball zu Hazard. Erst scheitert er noch an Jan Sommer. Dann aber schlägt dazu im zweiten Versuch. Erzielte auch schon in der Bundesliga-Partie einen Treffer gegen seinen Ex-Club. Der wurde dann zurückgenommen. Jetzt zielte er. Hazard schlägt zu gegen seine alte Mannschaft. Dann im zweiten Durchgang Patrick Herrmann mit der Riesenchance zur abermaligen Führung für die Rose Elf. Bleibt dann aber nicht cool genug. Viel Glück für Dortmund. Sie brauchten wieder, um sich zu akklimatisieren. Marco Reus. Witzel zu Jadon Sancho. Brandt. Janschke ist noch dran. Und dann klärt Sommer unmittelbar vor Jadon Sancho. Ganz wichtige Aktion, dass er da rauskommt. Kein strafwürdiges Foul an dieser Stelle. Nun der BVB aber etwas besser drin. Julian Brandt, Marco Reus, Julian Brandt. Reus legt nochmal rüber zu Thomas Delaney. Und eine Viertelstunde vor dem Ende war die Partie gedreht. Gut von Schwarz-Gelb gemacht. Julian Brandt und Marco Reus spielen das sehr stark. Delaney da Nutznießer dieser guten Aktion. Nun Kramer von Nico Schulz unter Druck gesetzt. Janschke mit dem katastrophalen Fehler. Reus verpasst es aber, die Partie zu entscheiden, weil Jan Sommer fantastisch reagiert. So hielt er seine Mannschaft im Pokalabend, doch es ging nach vorne nichts mehr. Der BVB setzt sich mit 2:1 durch. Nach einer schwachen ersten Hälfte kamen sie besser rein und setzen sich dann nicht unverdient hier durch. Mittwochabend Hertha BSC gegen Dynamo Dresden im Olympiastadion mit sehr vielen tausenden Gästen aus Dresden. Dennoch die Favoritenrolle beim Gastgeber Marius Wolf zu Ibisevic. Das war symptomatisch für die Anfangsphase in dieser Partie, die sehr wenige Tormöglichkeiten zu bieten hatte. Hertha fiel nicht viel ein, Dresden wagte sich nicht so viel, wurde dann aber mutiger, der Gast. Horvath, Burnic und Stohr, doch Jahrstein passt auf und fängt den ab ohne Probleme. Kurz vor dem Seitenwechsel dann nochmal die Herthaner. Marius Wolf zu Lukas Klünter, der mit Sjelbred im Passspiel. Darida, Ibisevic, zumindest mal der Ball jetzt aufs Tor. Doch Kevin Broll hat hier mit keine Probleme. Wir springen in den zweiten Durchgang. Hertha nun besser. Grujic mit der starken Seitenverlagerung. Wolf mit der direkten Flanke. Und Dilrosun mit dem 1:0. 49. Minute. Der Berliner Sportclub in Front. Kevin Broll sieht beim Abschluss nicht ganz gut aus. Und die Hertha wollte nachlegen. Es nicht drauf ankommen lassen. Maximilian Mittelstädt
zu De Rosso. Die Flanke ist sehr gut, aber der starke Kopfball von Rekik wird herausragend von Kevin Broll pariert. Starke Reaktion des Dresdner Schlussmanns. Und Dynamo, sie witterten wieder ihre Möglichkeit. Stand ja schließlich nur 1:0. Nicolau, Bornitsch zu Patrick Ebert. Das wäre was gewesen. Gegen einen seiner Ex-Clubs im Pokal erfolgreich zu sein. Doch er schließt zu zentral ab. Nun nochmal Ebert im Mittelpunkt. Legt sich hier den Eckball auf der linken Seite zurecht. Ballas kommt nicht richtig ran. Dresden bleibt in der Situation drin. Ballas nochmal. Doch gefährlicher wurde es da nicht mehr. Hertha setzt sich am Ende etwas glücklich durch, aber dennoch nicht unverdient gewinnen sie hier mit 1:0 gegen Dynamo Dresden. Der FC St. Pauli empfängt am Millerntor-Stadion die Eintracht aus Frankfurt am Mittwochabend. Und die Frankfurter legten hier von Beginn an richtig gut los. Paciencia legt den Ball zu Philipp Kostic. Für ihn vielleicht noch etwas Besonderes, hatte ja Hamburger Vergangenheit. Sebastian Rode zu Philipp Kostic. Und dann Paciencia. Rode läuft durch, setzt den Ball aber nur ans Außennetz. Keine schlechte Möglichkeit, aber auch keine hundertprozentige. Himmelmann wäre sonst auch in der Ecke wohl da gewesen. Frankfurt klar spielbestimmt. Paciencia und Jibril Sow. Der FC St. Pauli ohne Zugriff. Fernandes, Paciencia und Rode nochmal zu Paciencia. Starker Ball zu Bastos. Der trifft aber nur den Außenpfosten. Pech in dieser Szene für die Gäste, die schon lange in Führung hätten sein müssen. Der FC St. Pauli musste auf Torjäger Diamantakos gesperrt verzichten, holte sich die rote Karte gegen Lübeck ab. So Gyökeres, heute im Sturm aufgeboten. Die gefährlichste Torchance im ersten Abschnitt für St. Pauli war eben auch nicht wirklich gefährlich. Zweiter Durchgang. Frankfurt schraubte weiterhin am Führungstreffer. Philipp Kostic setzt sich da ziemlich einfach durch auf der linken Außenbahn und Paciencia. Super Kopfball gegen die Laufrichtung von Robin Himmelmann. Und dann geht er ganz knapp am Kasten vorbei. Der FC St. Pauli versuchte es immer wieder über weite Bälle, doch das Mittel nicht erfolgreich. Mats Möller-Deli jetzt mal mit der Übersicht zu Rio Miyaichi und wie aus dem Nichts das 1:0. 63. Spielminute. Stark von Mats Möller-Deli. Dem bestbewertetsten Spieler in der zweiten Bundesliga in dieser Saison. Doch St. Pauli musste aufpassen. Frankfurt war am Drücker, wollte den Ausgleichstreffer erzielen, um sich zumindest erstmal in die Verlängerung zu retten. Hier ist es Himmelmann, der den Ball von Paciencia noch klären kann. Die absolute Schlussphase. Nochmal Frankfurt. Der Ausgleichstreffer hochverdient. Darüber muss man nicht sprechen. Kostic und dann Lorenz um ein Haar mit dem Eigentor. Aber wichtig, dass er da reingeht. Klärt vor Paciencia und hält damit das 1:0 für den FC St. Pauli. Absolut unverdient, überraschend, aber das ist der Pokal. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ja, tippt gerne in den Kommentaren mit. Die Prognose ist manchmal unergründlich, so auch heute. Ansonsten, danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.